Ja, einen wunderschönen guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt also zum öffentlichen Teil des 7. Deutschen Verkehrspilotentages. 7. Mal, ist schon ein kleines bisschen was wie Tradition. Wir sind ein technischer Beruf als Piloten, von daher finde ich auch die Location hier eine ganz passende Angelegenheit. Da ist viel Tradition in diesen Autos, die da hinten in den Hallen stehen, zu denen Sie auch im Laufe des Abends noch Gelegenheit werden, hineinzugehen und zu gucken. Aber es ist auch sehr viel Technikaffinität, also von daher, ich glaube, eine ganz gelungene Location für den 7. Deutschen Verkehrspilotentag. Ich möchte, es kommen noch einige andere Gäste im Laufe des Tages und vor allem auch des morgigen Tages hinzu, möchte aber jetzt persönlich gern Professor Dr. Gerhard Faber vom Forschungsnetz für die Verkehrspilotenausbildung begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Und auch den Präsidenten des Europäischen Pilotenverbandes, Dirk Polucek. Vielen Dank fürs Kommen. Der Blick ins Programm des heutigen Tages und auch des morgigen Tages verspricht mal wieder zwei spannende Tage mit Vorträgen zu verschiedenen Themen. Wir werden eine Podiumsdiskussion dabei haben morgen. Und ich hoffe, dass wir zwischendrin in den Pausen und am Abend heute viel Raum für Gespräche haben, für den Austausch miteinander. Und ich glaube, dass wir Ihnen auch ein ganz interessantes Rahmenprogramm da für das bieten werden. Allerdings immer noch im Moment ganz aktuell überschattet ein ganz anderes Ereignis die deutsche Luftfahrt. Nach dem offiziell sichersten Jahr der Luftfahrt in 2014 und einer dauerhaften Bestplatzierung der deutschen Luftfahrt überhaupt im internationalen Vergleich, wird die Sicherheit im Luftverkehr gerne als Selbstverständlichkeit hingenommen. Umso heftiger trifft uns dann alle der Schock, wenn plötzlich was ganz anderes passiert. So wie am 24. März beim Absturz der Germanwings in den französischen Alpen. Ganz Deutschland wurde erschüttert und stellt sich seitdem immer wieder die Frage nach dem Warum. Ein ganzes Land ist aber auch vereint in seiner Trauer. Überwältigend war letzten Freitag aus Anlass der Trauerfeierlichkeiten im Kölner Dom die Anteilnahme am Schmerz des Verlustes von den Hinterbliebenen dieser schrecklichen Tragödie. Vielleicht ist dies aber auch ein kleiner Trost gewesen für die Angehörigen und Freunde. Allerdings brauchen Trauer und Trost immer Zeit. Zeit, bis sie zum Begreifen dessen führt, was passiert ist, uns Platz macht für das, was dann danach kommt. Und diese Zeit muss man eben den Hinterbliebenen auch geben. Genau das ist in vielen Teilen in den Tagen nach dem Absturz von großen Teilen der internationalen Presse nicht geschehen. Es begann mit der unrechtmäßigen Herausgabe von Informationen aus dem Voice Recorder an die New York Times. Keine 48 Stunden nach dem Absturz folgte bereits die Nennung des vollständigen Namens des Co-Piloten auf der Pressekonferenz durch den französischen Staatsanwalt. Und im Folgenden wurde aus dem, was eigentlich eine unabhängige Flugunfalluntersuchung hätte sein sollen, eine mediale Hetzjagd auf einen vermeintlich mental kranken Co-Piloten. Es wurde viel vermutet und viele, viele übereilte Schlüsse gezogen und es wurde viel geschrieben, was besser nicht hätte geschrieben werden sollen. Meine Damen und Herren, die Fortbewegung durch die Luft ist an sich eine Bewegung in einem Hochrisikoumfeld. Eine instabile Situation, die künstlich aufrechterhalten wird in einem sich ständig ändernden Umfeld und zu keinem Zeitpunkt einfach angehalten werden kann. Dass die moderne Luftfahrt dennoch so sicher ist, dass sie das sicherste Transportmittel, die sicherste Art des Reisens heute darstellt, ist keine Selbstverständlichkeit. Dies verdanken wir einzig und allein dem unbeirrbaren Ziel in der Fliegerei, aus Fehlern zu lernen, meist bevor sie in einer Katastrophe enden. Dies kann aber dauerhaft nur mit einer offenen Fehlerkultur und dem nötigen Vertrauen in dieses System erreicht werden. Die vollständige Aufklärung aller Unfallursachen muss Vorrang haben vor der Verurteilung von vermeintlich Schuldigen. Und genau so ist es deshalb auch in den internationalen Standards, in den international anerkannten Standards der ICAO vorgeschrieben. Unfallprävention hat oberste Priorität, um Unglücke zukünftig noch besser vermeiden zu können.
Das nun verstärkt wahrnehmbare, übereilte Fordern von medienwirksamen, aber meist wenig durchdachten Konsequenzen aus diesem Unglück, richtet weiteren Schaden an der Glaubwürdigkeit an. Der Zweck von neuen oder geänderten Vorschriften und Verfahren sollte ausschließlich der Erhöhung der Flugsicherheit dienen und nicht der Steigerung von Auflagezahlen oder von Wählerstimmen. Völlig unabhängig davon, ob der endgültige Unfallbericht, in diesem Fall jetzt die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, am Ende vollumständlich bestätigt oder nicht, kann schon jetzt festgestellt werden, dass durch die öffentliche Abhandlung der Unfalluntersuchung und Folgen viel Vertrauen in das System Safety First in der Luftfahrt verspielt worden ist. Nun gilt es umzuschwenken in eine Phase der nüchternen Untersuchung und Bewertung und am Ende des Tages auch aus dieser Tragödie gelernt zu haben, um zukünftige Passagiere eben besser vor vergleichbaren Ereignissen schützen zu können. Denn, meine Damen und Herren, auch das sind wir den Opfern dieser Tragödie schuldig. Nun gibt es neben der Sicherheit im Flugverkehr aber auch noch einen zweiten Themenkomplex, der die Zukunft der Luftfahrt maßgeblich beeinflusst und deshalb auch einen ganz großen Teil der diesjährigen Veranstaltung des Verkehrspilotentags einnehmen wird. Wir werden Ihnen heute Fair Sky vorstellen. Im November letzten Jahres hatten wir im Rahmen eines parlamentarischen Abends in Berlin die VC-Kampagne Safe Sky vorgestellt. Und nun kommt Fair Sky. Was soll denn das eigentlich, wird sich vielleicht der ein oder andere fragen. Das hat ja schon fast so inflatorische Züge an sich. Man nennt man irgendwas Sky und schreibt irgendeinen Namen vorne dran. Nun, das soll es natürlich nicht sein, völlig klar. Fair Sky ist vielmehr die logische Antwort auf die Fragen, welche Bedingungen außerhalb der Flugsicherheit eben noch gewährleistet sein müssen, um für eine zukunftsfähige und nachhaltige deutsche und europäische Luftfahrt mit guten Arbeitsplätzen zu sorgen. Unzählige Rahmenbedingungen beeinflussen nämlich die Arbeitsbeziehungen in den Luftfahrtunternehmen und die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen. Einige davon können wir bewusst beeinflussen und die Fair Sky-Kampagne der Vereinigung Cockpit zeigt die 5 dringendsten Handlungsfelder und deren Rahmenbedingungen für faire Wettbewerbsbedingungen auf. Damit zur Vorstellung der einzelnen Themen der Fair Sky-Kampagne, die sich auf wirtschaftliche und Arbeitsbeziehungen bezieht. Seit der Einführung der Arbeitnehmermitbestimmung in Deutschland bauen die Arbeitsbeziehungen in Deutschland auf einem austarierten Gleichgewicht aus Unternehmens- und Arbeitnehmerinteressen auf. Ein System, das im Ausland nicht nur oft beneidet wird, sondern Deutschland so ganz nebenbei auch zur erfolgreichsten Wirtschaftsnation Europas hat werden lassen. Könnte man sich ja fragen, wo ist eigentlich das Problem? Und das bei eben den immer wieder betrachteten hohen Lebens- und Sozialstandards bei uns. Der gesellschaftliche Konsens, der in Deutschland gefunden würde, der baut auf diesem Fundament auf. Das hat seine Wurzeln in der Verfassung und es gestaltet sich über die Arbeits- und die Sozialgesetzgebung aus. Und nun sollen nach dem Willen der Bundesregierung ausgerechnet tragende Teile dieses Fundaments, dieses gesellschaftlichen Konsenses, den wir hier in Deutschland haben, sollen einfach abgerissen werden. Mit dem Gesetzentwurf zur Tarifeinheit, deshalb steht für uns auch Tarifpluralität da oben dran. Der Gesetzesentwurf, welcher sich weitgehend an den gemeinsamen Gesetzesvorschlag dieser unheiligen Allianz aus BDA und DGB, also Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden aus 2010 orientiert, haben die Regierungsparteien ihren Wunsch zur Einschränkung der gewerkschaftlichen Koalitionsfreiheit Ausdruck verliehen. Zukünftig soll also in einem Betrieb im Falle von Überschneidungen von Tarifverträgen lediglich der Tarifvertrag Geltung finden, der von der Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern im Betrieb abgeschlossen wurde. Die Betrachtung dieses Mehrheitsprinzips soll stichtagsbezogen erfolgen. Und das heißt, die bei der Mehrheitsbetrachtung unterlegene Gewerkschaft soll ein Nachzeichnungsrecht sowie die Verhandlung zu neuen Tarifverträgen ein Vortragsrecht erhalten. Meine Damen und Herren, das ist keine Tarifgestaltung mehr, das ist kollektives Betteln. An dieser Stelle wurde ich dann in Gesprächen mit der Politik in Berlin ganz häufig gefragt, aber Herr Schulz, was wollen Sie denn eigentlich? Die Vereinigung Cockpit ist doch gar nicht betroffen. Sie haben doch da gar kein Problem. Doch, das haben wir.
Es gibt ja schließlich nicht nur Lufthansa. Bei der VC haben wir zwar da einen Organisationsgrad von über 90% und da wird uns mit Sicherheit so schnell im Cockpit auch nichts passieren. Es gibt auch keine überschneidenden Tarifverträge mit anderen Gewerkschaften. Aber es gibt andere deutsche Fluggesellschaften, in denen eine andere Gewerkschaft versucht, Cockpitpersonal zu organisieren. Und das ist, hat sie zum Beispiel bei EasyJet auch geschafft. Und bei EAT in Leipzig verhandelt die Geschäftsführung derzeit Cockpit-Tarifverträge mit zwei Gewerkschaften, eine davon der Vereinigung Cockpit. Außerdem, und da braucht man die Augen gar nicht vor verschließen, wecken Opportunitäten immer auch Begehrlichkeiten. Das Cockpitpersonal wird es aufgrund seiner Anzahl von Beschäftigten in Betrieben selbst mit einem überragenden Organisationsgrad immer schwer haben oder nicht schaffen, gegen zahlenmäßig überlegene Gewerkschaften in anderen Arbeitnehmergruppen anzukommen. Wir werden in vielen Betrieben nur mit Cockpitpersonal keine Mehrheitsgewerkschaft sein können. Hier kann es also durch die Mehrheitsregel des Tarifeinheitsgesetzes jederzeit dazu kommen, dass eine Mehrheitsgewerkschaft im Betrieb, die Vereinigung Cockpit, rausdrängt. Und wer die Zeitung liest, der weiß, dass es erste Bestrebungen, eine neue Gewerkschaft für den Luftverkehr zu etablieren, ja bereits schon auf den Weg gebracht sind. Nun aber mal die Frage, woher rührt eigentlich das Bedürfnis, an dieser Stelle unbedingt eine jahrzehntelang in Deutschland gelebte Tarifpluralität, so wie es sie gab, unbedingt ändern und abschaffen zu wollen? Da werden dann immer wieder die englischen Verhältnisse herbeigeredet, als unzählige Kleinstgewerkschaften im Kampf miteinander in England seinerzeit die ganze britische Wirtschaft über Jahre hinweg lahmgelegt haben. Eigentlich müssten wir, wenn das so eingetreten wäre, wie die Schreier des Tarifeinheitsgesetzes es sagen, schon längst im Tarifchaos in Deutschland versunken sein. In der Realität sind aber seit dem BAG-Urteil 2010 ist nicht eine einzige Gewerkschaft auf dem Spielfeld der Tarifpartnerschaften neu hinzugekommen. Darüber hinaus ist Deutschland ohnehin eins der streikärmsten Länder. Und hinzu kommt auch, dass der Wert der Streiks, die Anzahl der Streiks im langjährigen Vergleich seit 2010, also seit dem BAG-Urteil, auch nicht gestiegen ist, sondern immer noch unter dem Durchschnitt liegt. Also kein wertbares Argument. Auch das Argument, was immer gerne benutzt wird, diese unzähmbare Streikwut der Spartengewerkschaften, will angesichts der tatsächlichen Zahlen nicht so richtig greifen. Wenn man sich das anguckt, die Spartengewerkschaften liegen mit ihrer Streikquote deutlich hinter Großgewerkschaften wie zum Beispiel einer Verdi. Weiterhin wird die Störung der tariflichen Befriedungsfunktion durch unterschiedliche Tarifabschlüsse verschiedener Gewerkschaften als Argument ins Feld geführt. Und dabei würde gerade das Tarifeinheitsgesetz unterschiedliche Gewerkschaften innerhalb der Betriebe erst zum Kampf um Mitglieder gegeneinander anheizen und damit den innerbetrieblichen Frieden erst nachhaltig stören. Das ist übrigens ein Effekt, den wir auch heute und morgen wieder ganz live sehen können im Tarifstreit der GDL, die nichts anderes tut, als ihr Überleben zu sichern nach einem Tarifeinheitsgesetz. Zu guter Letzt wird dann von den Arbeitgebern die Behauptung aufgestellt, zwei unterschiedliche Tarifverträge für einen einzigen Betrieb, das können wir gar nicht handeln, das können wir gar nicht darstellen. Ja, das sind die gleichen Arbeitgeber, die übrigens völlig ohne Bedenken irgendwelche B-Scales in Tarifverträgen einführen, Leiharbeiter, Zeitarbeitnehmer, Werkverträge, studentische Aushilfskräfte und was weiß ich, was alles noch für Konstruktionen der Arbeitsbeziehung in ihren Betrieben vorhanden haben, die alle parallel nebeneinander laufen lassen können, völlig ohne Probleme. Also unglaubwürdiger kann man eigentlich gar nicht mehr argumentieren. Aber dennoch werden die Befürworter der Tarifeinheit nicht müde, all diese Argumente immer wieder aufs Neue zu bemühen. Und meine Damen und Herren, ich kann Ihnen sagen, falsche Argumente werden auch durch Wiederholung nicht wahrer. Da wäre es doch mal viel ehrlicher, den wahren Grund für das Gesetzesvorhaben zu erfahren. Ist doch einfach. Es gibt keinen anderen Grund als den Wunsch von Arbeitgebern und Politik, sich endlich der lästigen Streiks gerade im Transportsektor zu entledigen. Tja, so sagt es auch seit kurzem der Wirtschaftsflügel der CDU/CSU und gibt es damit zu. Diese fordern jetzt klare Nachbesserung am Gesetzesentwurf, aber nicht etwa, um den weitreichenden Verfassungsbedenken damit endlich mal Rechnung zu tragen, sondern nein,
um die Einschränkungen des Streikrechts eindeutig zu regeln. Und zudem soll es da noch ein bisschen einschränkende Vorschriften im Bereich der Daseinsvorsorge, zu dem wir natürlich gehören, auch geben. Tja, meine Damen und Herren, ich muss sagen, da ist die CDU-CSU im Gegensatz zur SPD ja mal richtig erfrischend mit ihrer Ehrlichkeit. Aber dadurch leider auch nicht minder auf dem Holzweg, auf dem sich die ganze Bundesregierung im Moment auf dem Wege auf die Klippe des Verfassungsbruchs befindet. Koalition ist ein Grundrecht, Koalitionsfreiheit ist ein Grundrecht und kann und darf nicht unter einen Mehrheitsvorbehalt gestellt werden. Das wäre ja so etwa das Gleiche, wie wenn die Pressefreiheit zwar noch jeder seine Artikel schreiben dürfte, aber nachher wird nur noch die Zeitung verkauft, die die meisten Menschen im Land lesen wollen. Oder jeder kann Programme aufzeichnen, aber wir strahlen im Fernsehen nur noch das aus, was die meisten sehen wollen. Grundrechte heißen eben genau deshalb so, weil sie für jeden Einzelnen in jeder Situation gelten. Und deshalb gilt ganz klar, Finger weg vom grundgesetzlich verankerten Tarifpluralität. Danke für den Applaus. Ich muss ein bisschen Wasser in den Wein gießen, denn meine Hoffnung, dass die Regierung noch zur Vernunft kommt, bis sie am 21., 22. Mai, so ist es derzeit geplant, in zweiter und dritter Lesung das Gesetz verabschieden, ist nur begrenzt. Daher wird die Vereinigung Cockpit auch bereitstehen, am Tag nach Inkrafttreten des Gesetzes dieses vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe dahin zu befördern, wo es hingehört und wo es die Politiker hätten hinlegen sollen, nämlich in den Papierkorb. Wir haben nachher noch einen ganz kleinen Film zu der Thematik vorbereitet. Ich möchte aber gern erst die anderen Themen vorstellen, also freuen Sie sich noch ein bisschen auf den Film. Das zweite Thema, was zu unserer Fair Sky-Kampagne gehört, wird Ihnen der frisch gewählte Vizepräsident der Vereinigung Cockpit vorstellen, First Officer Martin Locher. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Ilja, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen den zweiten großen Punkt der Kampagne Fair Sky vorzustellen, das Luftverkehrskonzept. Klingt vielleicht in erster Linie danach, ja, da wird geregelt, wo werden Flughäfen gebaut oder auch eröffnet oder gebaut und eröffnet, je nachdem, wie man das sehen will. Aber ganz so einfach ist es nicht. Zum Luftverkehrskonzept möchte ich erstmal einen Vergleich bringen, der vielleicht ein bisschen griffiger ist. Das ist der Bundesverkehrswegeplan. Seit vielen Jahren oder Jahrzehnten mittlerweile aktiv, wird weiterentwickelt, wird umgesetzt. Hier wird geregelt, wo werden Bundesstraßen gebaut, welches Schienennetz wird gebaut. All die Themen, wir kennen das, werden lange diskutiert, aber auch umgesetzt. Das sieht beim Luftverkehrskonzept ein wenig anders aus. Hier ist es so, die Große Koalition hat sich das auf die Agenda geschrieben, aber offensichtlich noch nicht mit der richtigen Priorität behandelt, denn umgesetzt wurde aus unserer Sicht so gut wie nichts bisher. Das Thema lässt sich in drei Einzelthemen gliedern. Das eine ist die Infrastruktur. Da darf man nicht vergessen, dass die Flughafeninfrastruktur grundsätzlich Sache des Bundes ist. Das ist ein wichtiger Punkt, denn bei der Bedarfsplanung von infrastrukturellen Veränderungen spielt definitiv eine Rolle, wie erfolgsversprechend ein Flughafen für die volkswirtschaftliche Betrachtung der Bundesrepublik wirkt. Das heißt mit anderen Worten, das, was wir teilweise erlebt haben, dass Länderinteressen beim Flughafenbau definitiv nicht die oberste Priorität haben dürfen. Das heißt auch, dass einige Länder, die jetzt bisher auf Flughafenbau fokussiert waren, aus Prestigegründen, dann darauf verzichten müssten. Außerdem ist es so, dass die genannte Bedarfsanalyse auf jeden Fall auch ergebnisoffen betrachtet werden muss. Das heißt, wir müssen mit einbeziehen, wo sind denn schon bestehende Flughäfen, wie haben sich die Flughäfen entwickelt und unter anderem, welches Einzugsgebiet steckt dahinter. Das heißt, wie kann ich diesen Flughafen wirklich sinnvoll nutzen? Ein weiterer Punkt, der hier durchaus wichtig ist und zu erwähnen ist, sind staatliche Förderungen oder auch kurz genannt Subventionen. Wir halten es für wichtig, dass Subventionen in dem Bereich nichts zu suchen haben, sondern auch hier wieder ganz klar
das volkswirtschaftliche Interesse für die gesamte Bundesrepublik im Fokus stehen müssen. Außerdem, auch noch sehr wichtig, ist die bestehende Infrastruktur, sprich, welche Verkehrsnetzanbindung habe ich denn an einen Flughafen? Was kann ich denn hier erwarten? Auch das ist zweifelsfrei ein wichtiger Punkt. Die zweite Kategorie, in die wir das ganze Thema gliedern können, ist der Betrieb sowie auch nationale Gegebenheiten und Faktoren, die wir haben. Auch hier muss ich leider wieder das Wort Subventionen erwähnen, denn Subventionen werden gerne auch genutzt für Airlines, die dann kleinere Regionalflughäfen anfliegen wollen, weil sie dort einfach finanzielle Vorteile haben. Völlig unabhängig davon, ob dieser Flughafen für die Bundesrepublik verkehrstechnisch gesehen sinnvoll ist oder nicht. Ein zweiter Punkt, der sicher den meisten hier bekannt ist, ist der sogenannte Single European Sky. Auch das ist im Bereich Betrieb sehr wichtig, denn wir sind der Meinung, es muss mit Nachdruck weiterverfolgt werden, dass wir die Möglichkeit schaffen, in Europa kürzere Wege zu fliegen. Das hat verschiedene Vorteile. Wir sparen nicht nur Flugbenzin ein und damit auch Kosten. Wir reduzieren CO2-Ausstoß. Auch das ist definitiv wichtig. Aber ein wichtiger Faktor ist auch noch, wir werden auf kurz oder lang kürzere Flugzeiten anbieten können. Das heißt, die Passagiere haben direkt einen Vorteil daraus. Also auch ein Projekt, das wir ganz dringend weiterverfolgt sehen in diesem Themenbereich. Der nächste Punkt ist auch gut bekannt aus Presse, Funk und Fernsehen, insbesondere von zwei großen Flughäfen, Frankfurt und Berlin, sprich das Thema An- und Abflugverfahren. Wir als Vereinigung Cockpit stehen selbstverständlich dafür, dass An- und Abflugverfahren nach einer obersten Prämisse beurteilt werden müssen, nämlich die Flugsicherheit. Die muss zu jedem Zeitpunkt gegeben sein, gar keine Frage. Der nächste Punkt, über den man sich sicherlich trefflich streiten kann, ist, was ist denn wichtiger, die Wirtschaftlichkeit oder der Lärmschutz? Und an der Stelle sind wir der Meinung, dass hier ein ausgewogener Kompromiss gefunden werden muss, mit dem man sich intensiv erstmal auseinandersetzen muss und vor allem der Transparenz sein muss. Transparenz ist hier besonders wichtig, dass wir eben nicht erleben müssen, dass die Presse sich auf die eine oder andere Seite begibt und außerdem dann die Flugsicherheit vielleicht in den Hintergrund stellt. Wir haben noch einen dritten Baustein beim Luftverkehrskonzept und das sind die Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen, die Regularien sowie auch die internationale Verflechtung. Hier ein sehr prominentes Beispiel zu nennen, die Luftverkehrssteuer. Das ist eine nationale Begebenheit, die wir hier haben. Sowas darf nicht unabgestimmt und singulär passieren. Wenn sowas geschieht, dann muss es für ganz Europa gelten. Wir sind da fest der Überzeugung, dass die Luftverkehrssteuer uns hier um Meilen zurückwirft. Darüber hinaus ist auch hier leider nochmal zu nennen das Thema Subventionen. Wir werden es nicht verhindern können, dass in Drittländern staatliche Förderungen an Airlines bezahlt werden. Was wir aber verhindern können, ist, dass der Zugang zum deutschen und auch europäischen Markt reguliert wird. Sprich, wir müssen dafür Sorge tragen, dass wenn es sich schon um Subventionen handelt, dass wir uns versuchen dagegen zu wehren. All das sind Punkte, die halten wir für sehr, sehr wichtig in der Umsetzung. Und wir fordern hier ganz klar die Bundesregierung auf, die Agenda, die sie da haben, auch wirklich umzusetzen und den Luftverkehr in Deutschland nachhaltig zu stärken. Als nächsten Punkt von der Fair Sky-Kampagne möchte ich Ingolf Schumacher bitten, das nächste Thema vorzustellen. Ingolf. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe VC-Mitglieder, der Begriff des Union-Busting ist weithin unbekannt. Lassen Sie mich daher kurz erläutern, was darunter zu verstehen ist. Es ist ein eingeführter Begriff in den USA für die dort seit Jahrzehnten bestehende Praxis, die Wahlen von Gewerkschaften im Betrieb zu verhindern beziehungsweise gewählte Betriebsräte zu verhindern oder sie gar aus dem Amt zu jagen. Eine Vielzahl von sehr spezialisierten Akteuren werden in dieser Hinsicht für Unternehmen tätig. Dazu zählen Psychologen, Arbeitsrechtskanzleien, Beratungsunternehmen und so weiter. Ihnen kann ein erheblicher Anteil am Niedergang der Gewerkschaftsbewegung in den USA zugerechnet werden. In einer Studie der von der IG Metall getragenen Otto Brenner Stiftung haben Wissenschaftler untersucht, ob es eigentlich solche Phänomene auch in Deutschland gibt.
Sie sind zu der Erkenntnis gekommen, dass es auch hierzulande eine zunehmende Tendenz gibt, gegen Mitbestimmung in Unternehmen vorzugehen. Die Studie ergab, dass Netzwerke von Arbeitsrechtlern, Medienkanzleien, PR-Agenturen, Unternehmensberatern, Detekteien, Personalmanagern, Stiftungen, Lobbyverbindungen und gelben Pseudo-Gewerkschaften daran mitwirken, Stimmung gegen Gewerkschaften zu machen und gegen einzelne Beschäftigte und Betriebsräte vorzugehen. Es geht ihnen aber auch, und das ist ganz wesentlich, um einen Wandel im System des Arbeitsrechts. Seit jeher hat das Arbeitsrecht eine Schutzfunktion für die Arbeitnehmer. Nunmehr geht es darum, im Arbeitsrecht zunehmend Schutzrechte für die Eigentümer der Unternehmen zu etablieren. Das geschieht auf unterschiedliche Weise und nicht nur in Branchen wie der Systemgastronomie, Zustelldiensten, Discountern und so weiter. Auch im Luftverkehr haben wir zahlreiche Beispiele zu verzeichnen. In deutschen und transnationalen Airlines mit deutschen Heimatbasen bestehen unterschiedliche Ausprägungen, der Vereinigung Cockpit von vornherein zu begegnen. Alle Fälle weisen jedoch die Gemeinsamkeit auf, dass Pilotinnen und Piloten mit massiven Nachteilen bedroht sind, sollten sie sich gewerkschaftlich betätigen. Versetzungen an andere Stationen als der Heimatbasis, teilweise ins Ausland. Reduzierung des Einkommens über die Ausdünnung der Einsatzzeiten. Nichtberücksichtigung bei Karriereschritten wie der Kapitänswerdung. Drohung mit Arbeitsplatzverlust, zum Beispiel über das Nichtbestehenlassen bei den regelmäßigen Checkflügen und Simulator-Checks. Verkauf von Gesellschaftsanteilen bzw. Schließung des gesamten Unternehmens und so weiter. Oftmals werden Betriebsstrukturen so geschaffen, dass die Gründung von Arbeitnehmergremien durch eine große Heterogenität von Beschäftigtengruppen deutlich erschwert wird. Zum Beispiel wird eine überdurchschnittliche Anzahl von Piloten des Unternehmens mit Freelance-Verträgen beschäftigt, statt sie direkt ins Unternehmen einzugliedern. In transnationalen Airlines werden Piloten vielfach bewusst nicht in ihrem Heimatland stationiert, sondern im Ausland. Ein weiteres Beispiel sind Pay-to-Fly-Modelle, durch die als gewünschter Nebeneffekt eine überdurchschnittliche Fluktuation im Personalkörper herrscht. So lohnen sich solche Modelle für Unternehmen wie die deutsche Fluggesellschaft Germania gleich in doppelter Hinsicht als lukrative Einnahmequelle und Teil der Gewerkschaftsvermeidungsstrategie. Germania ist aber auch beispielgebend für einen sich ausbreitenden Rechtsnihilismus im Luftverkehr. So wurde vor wenigen Jahren am Tag der konstituierenden Sitzung der ersten Tarifkommission der Vereinigung Cockpit sämtlichen ihrer Mitglieder in dem vollen Bewusstsein fristlos gekündigt, dass sich eine Begründung dafür gar nicht halten lässt. Es wurde damit aber erreicht, dass die frisch gewählten Gewerkschaftsvertreter für Monate aus dem Betrieb entfernt wurden. Die Tarifierung im Unternehmen konnte letztlich verhindert werden. Auch bei dem inzwischen insolventen Unternehmen Hamburg Airways hatten Mitglieder der Vereinigung Cockpit unter Repressalien der Geschäftsleitung bis hin zur Kündigung zu leiden. In vielen Fällen wurden zudem Bemühungen um formelle Personalvertretungen und Gewerkschaftskommissionen durch von der Arbeitgeberseite selbst organisierte Wahlen von Repräsentanten der Beschäftigten ausgehebelt. Solche nicht gewerkschaftlichen sogenannten alternative Vertretungsorgane sind für die Kapitalseite zumindest für einen zwischenzeitlichen Zeitraum ein Idealzustand. Sie werden in fast allen Branchen als probates Mittel eingesetzt, die Gründung von Betriebsräten zu erschweren. Diese AVOs verfügen aber selbstverständlich nicht über die Rechte nach dem Betriebsverfassungsgesetz, sondern sind zahnlose Tiger bei der Verteidigung der Arbeitnehmerrechte. Wie vielleicht andere Gewerkschaften auch, waren wir bei den uns bekannten Beispielsfällen versucht zu glauben, es handele sich hier um einige wenige Ausreißer und Einzelfälle, von denen wir zufällig Kenntnis erlangt hätten. Es geht aber um viel mehr und darin liegt das Verdienst der Studie, nämlich, dass nun erstmals aufgezeigt wurde, wie systematisch, vielschichtig und branchenübergreifend Arbeitnehmerrechte angegriffen werden. Zum einen kann man feststellen, dass sich in den großen deutschen Anwaltsfirmen wie Freshfields, Bruckhaus Deringer, Allen & Overy, CMS, Hasche Siegle seit etwa 10 Jahren erstmals auch große arbeitsrechtliche Abteilungen mit teilweise Dutzenden von Fachanwälten für Arbeitsrecht gebildet haben, obwohl diese Kanzleien bis dahin kaum im Arbeitsrecht tätig waren. Ihr Vorgehen ist weniger gegen einzelne Beschäftigte gerichtet, die im Fokus der Personalleitung stehen,
sondern sie begleiten Umstrukturierungen von ganzen Unternehmen, die Auslagerung von Betriebsteilen ins Ausland und sie erstellen Tarifsysteme neuer Art, um dadurch Gewerkschaften und Betriebsräte möglichst von vornherein auszuschließen. Aber auch auf die Veränderung des Arbeitsrechts selbst soll hingewirkt werden. So versuchen solche Großkanzleien bei Streiks von Fachgewerkschaften wie der GDL, der GDF oder uns, der VC, durch Grundsatzurteile im einstweiligen Verfügungsverfahren, wie unter anderem zur Vorankündigungspflicht eines Arbeitskampfes, zu einer Veränderung der Rechtslage im Sinne der Arbeitgeber zu kommen. Nicht nur große Anwaltskanzleien haben Einfluss auf die Rechtsprechung und das Arbeitsrecht an sich, das gilt auch für arbeitsrechtliche Institute an den Universitäten. Diese können zudem auf die Ausbildung der Studenten und die Gesetzgebung einwirken. Und auch diesen Einfluss sichern sich Arbeitgeberverbände über Umwege. Eine der größten universitären Lehr- und Forschungseinrichtungen Deutschlands auf dem Gebiet des Arbeitsrechts ist das ZAR, das Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht in München, das nur auf den ersten Anschein ein ganz normales Universitätsinstitut an der Uni München ist. Ihm gehören als Direktor Professor Rieble und zwei weitere Arbeitsrechtsprofessoren der Universität München an. Zudem werden eine Vielzahl von wissenschaftlichen und studentischen Mitarbeitern dort beschäftigt. Es ist aber nicht unabhängig und staatlich gefördert, sondern in der Hand einer Stiftung. Gründungsstifter sind der Bayerische und der Baden-Württembergische Metallarbeitgeberverband und der Bundesarbeitgeberverband Chemie. Sie haben die Stiftung mit einem Vermögen von 55 Millionen Euro ausgestattet. Eine Mehrheit von Arbeitgebervertretern in jedem der Stiftungsgremien sichert der Arbeitgeberseite weitreichenden Einfluss bis hin zur Auswahl der Professoren, die dort tätig sind. Die Tageszeitung Taz spricht in einem Artikel über das ZAR von einer verlängerten Rechtsabteilung der Arbeitgeber mit dem Siegel einer staatlichen Universität. Dass dies keine Übertreibung ist, lässt sich in der Stiftungssatzung nachlesen, die festlegt, die Forschung im ZAR solle als Ziel verfolgen, das Arbeitsrecht in eine ökonomische Folgenanalyse einzubetten und ordnungspolitisch zu strukturieren. Was damit gemeint ist, haben die Geldgeber bei der Institutsgründung ziemlich deutlich gemacht. Eggert Foscherau vom Bundesarbeitgeberverband Chemie monierte, Arbeitsrecht sei heutzutage in erster Linie Arbeitnehmerschutzrecht mit kontraproduktiven Wirkungen für den Standort und sah darin sogar, Zitat, ernsthaften Anlass zur Sorge um Deutschland. Bekannt geworden ist durch einen Monitorbericht in der ARD, dass das ZAR für BMW und andere Manager in einem Seminar, in das sich auch ein Journalist eingeschlichen hat, Anleitungen an die Hand gegeben wurden, wie man den Mindestlohn für Leiharbeit mit Werkverträgen unterlaufen kann. Am morgigen 23. April findet übrigens im ZAR eine Veranstaltung zum Thema Strukturwandel des Arbeitskampfes statt. Zum Inhalt der Veranstaltung wird unter anderem angeführt, Deutschland galt hinsichtlich der Stabilität der Arbeitsbeziehungen lange Zeit als Musterbeispiel. Das Auftreten von Spartengewerkschaften stellt die Sozialpartnerschaft aber vor erhebliche Herausforderungen. Welche Probleme ein zunehmender Gewerkschaftswettbewerb verursachen kann, zeigen die jüngsten Erfahrungen in der Luftfahrt und im Schienenverkehr. Meine Damen und Herren, so kann die Ausbildung von Jurastudenten unseren zukünftigen Richtern und Richterinnen und Richtern auch an Arbeitsgerichten aussehen, wenn Arbeitgeberverbände und nicht Bund und Länder die Finanzierung übernehmen. Arbeitgeberverbände finanzieren zudem private Stiftungen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Einfluss auf die Politik zu nehmen. Neben der in diesem Sinne weithin bekannten Bertelsmann-Stiftung ist auch die Karl-Friedrich-von-Weizsäcker-Stiftung in Erscheinung getreten, indem sie zum Beispiel einen Gesetzesvorschlag zur Beschneidung des Streikrechts in der Daseinsvorsorge gemacht hat, zu der sie unter anderem auch den Luftverkehr, den Schienenverkehr und die medizinische Versorgung zählt. Betroffen wären von dem Gesetzesvorschlag also in vorderster Front VC, UFO, GDF, GDL und der Marburger Bund. Aber auch willfährige sogenannte gelbe Gewerkschaften sind aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt worden, nachdem sie in jüngster Zeit von Arbeitgeberseite als Tarifpartner neue Beliebtheit erfahren haben. Eine Anfrage der Fraktion der Linken im Bundestag hat ergeben, dass einer der Aufsteiger am Gewerkschaftshimmel, der zu den gelben Gewerkschaften zählende DHV im Christlichen Gewerkschaftsbund ist.
Der DRV hat in den letzten Jahren in vielen deutschen Regionen insgesamt über 900 Tarifverträge abgeschlossen. Mir ist nicht bekannt, dass dies von den Befürwortern der Tarifeinheit in der politischen Diskussion der vergangenen Jahre jemals zu Protest geführt hätte. Meine Damen und Herren, die derzeitige Situation belegt, dass es noch keine effektiven Gegenstrategien zum aggressiven Vorgehen der Arbeitgeber gibt. Die VC wird daher in einem Arbeitskreis aus Gewerkschaften und Personalvertretern im Bereich der Luftfahrt, Verkehrs- und Arbeitsrechtspolitikern, Wissenschaftlern und Fachjournalisten solche Strategien entwickeln und zur Aufklärung über Union Busting in Deutschland beitragen. Nur durch die systematische Analyse, wie sie in der sehr aufschlussreichen Studie Union Busting in Deutschland der Otto Brenner Stiftung vorgenommen wird, können Netzwerke aufgedeckt, Methoden, Strategien und Akteure enttarnt werden und das Bewusstsein für die Problematik auch in der Politik erhöht werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Igor, vielen Dank für diesen sehr aufschlussreichen Vortrag. Ich glaube, für viele, die noch nicht wissen, welche Netzwerke da im Hintergrund tätig sind, um Gewerkschaften zu verhindern, war das mal ein tiefer Einblick, ich sag mal, in die dunkle Seite der Macht. Die nächsten zwei Themen, ich hatte ja gesagt, es gibt 5 Fair Sky Themen. Die nächsten beiden Themen möchte ich nur kurz anreißen, und zwar aus folgendem Grunde. Nicht etwa, weil wir schon zeitlich hinten dran sind, das passt noch ganz gut. Nein, die zwei Themen werden wir im Laufe des heutigen, nicht mehr, aber im Laufe des morgigen Tages noch deutlich tiefer beleuchten, etwas näher reingucken. Da ist auch die Podiumsdiskussion Teil davon, von daher nur mal etwas kürzer angerissen. Erste Thema, international fairer Wettbewerb, neudeutsch auch Fair Competition genannt. Was für den Luftverkehr hinsichtlich des Wettbewerbs von anderen Branchen unterscheidet, ist die Tatsache, dass der Luftverkehr auch aus rechtlicher Sicht international ist. Das heißt also, während ein Industrieunternehmen bezüglich seiner Produktionsstandorte letztlich immer an die lokale Gesetzgebung dort gebunden ist, gilt für die Luftfahrtbesatzungen das jeweilige Recht am Unternehmenssitz der Airline. Und das heißt ganz gleich, zwischen welchen Orten auf der Welt sie hin und her fliegen. In diesem internationalen Wettbewerb spielen nun nicht alle Akteure nach den gleichen Spielregeln. Deutsche Unternehmen müssen mit staatlich geschützten und unterstützten und hochsubventionierten Unternehmen aus dem Nahen Osten und aus Asien konkurrieren. Vor kurzem erst gab es dazu eine amerikanische Studie, die erstmals den Umfang dieser Subventionen aufgezeigt hat. Entsprechend dieser Studie haben allein die 3 Golf-Carrier, wie sie genannt werden, 42 Milliarden US-Dollar Unterstützung in den letzten 10 Jahren erhalten. Eine gravierende Wettbewerbsverzerrung zulasten der deutschen Luftfahrtunternehmen. Nun, neben diesen staatlich geförderten Luftfahrtunternehmen aus dem Nahen Osten wird die deutsche Airline-Branche aber auch von Firmen attackiert, die sich länderübergreifend als europäische Luftfahrtunternehmer sehen. Sie können sich im europäischen Binnenmarkt natürlich frei ansiedeln und wählen ihren Unternehmenssitz anhand der laxesten Rahmenbedingungen, zum Beispiel bei den Steuern, bei Arbeitnehmerrechten, bei Sozialstandards. So hat zum Beispiel die Norwegian Air International einen Teil ihrer Flugzeugflotte aus dem AOC, also aus dem heimischen Luftfahrtregister, herausgenommen und nach Irland übertragen. Diese Flugzeuge sollen dann mit einer in Bangkok stationierten europäischen Cockpitbesatzung und einer asiatischen Kabinenbesatzung, nicht etwa von Irland, wo sie registriert sind, sondern von Großbritannien und Norwegen in die USA fliegen. Ziel ist einzig und allein die Umgehung von Sozialstandards, das sogenannte Social Dumping. Noch weit wichtiger sind aber die Bedenken zur Flugsicherheit. Denn wie sollen bitte die in Irland zuständigen Behörden eine Fluggesellschaft überwachen, die mit ihren Flugzeugen nicht ein einziges Mal irischen Boden berühren wird? Die anscheinenden Vorzüge Irlands gegenüber den anderen europäischen Ländern nutzen übrigens schon recht viele Fluggesellschaften, nicht nur Fluggesellschaften, auch andere Firmen. Denn in Irland sind überproportional viele Airlines registriert, die dort ihren Hauptsitz haben, den allerdings nur auf dem Papier. Dabei ist das
vorgehen, billige Arbeitskräfte zu einfachsten Bedingungen zu rekrutieren und sich dafür den Staat mit einer ganz laxen Gesetzgebung auszusuchen, ja nun schon bestens aus der Seefahrt bekannt. Das Ausflaggen, dieses Ausflaggen, zu dem wir übrigens morgen einen sehr, sehr interessanten Bericht hören würden, ganz zum Ende dieser Veranstaltung, dieses Ausflaggen hat dazu geführt, dass es heute kaum noch deutsche Schiffe und schon weniger kaum noch deutsche Arbeitsplätze in der internationalen Seefahrt gibt. Weiteres dazu morgen. Ich habe versprochen, mich kurz zu fassen. Und komme damit zum fünften Fairsky-Thema und komme noch mal ein bisschen zurück auf etwas, was Ingolf auch schon angesprochen hatte, nämlich auf die Arbeitsplätze, auf die Arbeitsbedingungen unter dem Header faire Arbeitsbedingungen. Das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer war ja schon immer ein wichtiger Teil, aber halt eben auch ein kritischer Teil im Pilotenberuf. Piloten müssen Entscheidungen treffen, die sich zwar immer an der Flugsicherheit orientieren, die oft aber auch erhebliche Kosten generieren können. Und dem stehen dann unter Umständen die wirtschaftlichen Interessen des Arbeitgebers einfach mal entgegen. Nun kann man aber sehen, dass in den letzten Jahren die Risiken, die wirtschaftlichen Risiken zunehmend vom Arbeitgeber auf Arbeitnehmer verschoben werden. Zum Beispiel im Krankheitsfall. Ja, Piloten sind zwar aufgrund ihrer Voraussetzung für die fliegerische Tätigkeit in der Regel ganz gesund und nicht so häufig krank wie der Durchschnittsbürger. Auf der anderen Seite führt natürlich auch eine leichte Erkrankung aufgrund teilweise fliegerischer, aufwendiger Nachuntersuchungen zu längeren Ausfallzeiten. So, das ist in einem festen Arbeitsverhältnis eigentlich gar kein Problem. Wenn jetzt aber die neue Art der Arbeitsverhältnisse, über die Ingolf Schumacher ja auch schon kurz berichtet hat, das System der sogenannten Vertragspiloten mit Nullstundenverträgen, da wird dieses wirtschaftliche Risiko auf die Arbeitnehmer abgewälzt, indem diese eben dann nur noch für die tatsächlich geleisteten Flugstunden bezahlt werden. Urlaub, Krankheit und Sonstiges, ist alles ihr eigenes Problem. Vertragspiloten werden häufig verpflichtet, sich mit einigen anderen Piloten dann in kleine Gesellschaften zusammenzuschließen. Denn damit soll dann dafür gesorgt werden, dass die tatsächlichen Anstellungsverhältnisse, wenn mal jemand diese Vertragsbedingungen untersucht, schwieriger zu durchschauen sind. Diese Scheinselbstständigkeit birgt allerdings neben den finanziellen Risiken, die ich eben kurz angerissen habe, auch erhebliche rechtliche Risiken für die betroffenen Kollegen, weil Scheinselbstständigkeit in einigen Ländern strafrechtlich verfolgt werden kann, so auch zum Beispiel in Deutschland. Nun haben diese Piloten, die oft gerade junge Piloten sind, meist wenige rechtliche Erfahrung, wenig Erfahrung auf dem Arbeitsmarkt, ganz besonders, weil sie gezielt von den Unternehmen dann im Ausland stationiert sind, wo sie die rechtliche Lage überhaupt nicht mehr überschauen können und deshalb in große Gefahr laufen, auch erhebliche Fehler zu begehen. Eines haben nun alle diese Modelle, wie immer sie heißen, Pay-to-Fly, Zero-Hour-Contract und so weiter, eines haben die alle gemeinsam. Vertragspiloten stehen immer unter massivem Druck, einen Einsatz doch noch durchzuführen oder zusätzliche Einsätze durchzuführen. Mit einer Absage wäre neben den direkten Einkommenseinbußen für sie auch immer die direkte und indirekte Drohung verbunden, im nächsten Monat dann mal einen, ich drück's mal auf, aufgeräumten Dienstplan zu erhalten. Also reduzierte Flugeinsätze und damit reduzierten Lohn, womit unter Umständen bis hin zur Existenz eine Gefährdung passiert. Das hat Einfluss auf sicherheitsrelevante Entscheidungen. Bei Vertragspiloten greifen auch in Deutschland übrigens die, wie ich sie vorhin mal genannt habe, diese wohl austarierten Arbeitgeber-Arbeitnehmerrechte greifen bei Vertragspiloten auch in Deutschland nicht. Tja, Sicherheitsrisiken habe ich angesprochen. Frage, wie wird sich ein Vertragspilot entscheiden, wenn seine Existenz auch zur Entscheidung steht? Wir werden auch dazu morgen noch eine ganze Menge mehr hören. Ich komme zu einem Thema oder dem Überbegriff davon, Nachhaltigkeit. Ich habe es vorhin mal gesagt, faire Bedingungen, faire Rahmenbedingungen sorgen auch für Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit hat aber ein Problem, Fairsky. Nachhaltigkeit muss sich immer dann besonders beweisen, wenn sie sich ganz hart erarbeitet werden muss.
Bei unseren 5 Fair-Sky-Themen, die Sie eben gehört haben, fällt die Nachhaltigkeit nicht vom Himmel. Sie kann aber mit den richtigen Weichenstellungen, mit fairen Rahmenbedingungen erreicht werden. Wenn Politik, Unternehmen und Arbeitnehmer an einem Strang ziehen, kann der deutsche Luftverkehr zukunftssicher ausgerichtet werden und damit dann seinen Beitrag zur Mobilität und zu guten Arbeitsplätzen und damit letztendlich zu einer gesunden deutschen Volkswirtschaft beitragen. Ich hoffe jetzt, ich habe Sie Ihnen besonders mit den letzten beiden Themen, die ich nicht so ausführlich behandelt habe, nämlich mit Fair Competition und mit Social Dumping, ein klein bisschen Appetit gemacht. Denn dazu werden wir morgen, wie ich schon versprochen habe, unter anderem auch auf dem Podium hier mit 4 sehr interessanten Gästen, sehr unterschiedlichen Gästen, noch ein klein bisschen mehr diskutieren. Ich komme an der Stelle zu dem kleinen Filmchen, den ich Ihnen versprochen habe, nochmal zurück zum Thema Tarifeinheit. Wir haben uns mal Gedanken gemacht, wenn wir Tarifeinheit, so wie von unserer Bundesregierung geplant, mal auf unsere Bundesregierung übertragen, was dann vielleicht passieren würde. Andrea Nahles hat kürzlich das Tarifeinheitsgesetz vorgestellt. Viele Menschen sind der Meinung, dass dieses Gesetz verfassungswidrig ist, weil es die Rechte von kleinen Gewerkschaften einschränkt. Schauen wir uns einmal an, was wäre, wenn so ein Gesetz für den Bundestag als ein Politikeinheitsgesetz gelten würde. Durch dieses Gesetz würde die Partei mit den meisten Stimmen bei der Bundestagswahl alleinig bestimmen dürfen. Auch wenn alle anderen Parteien zusammen mehr Stimmen hätten. Die Abgeordneten anderer Parteien dürften natürlich weiter in den Bundestag kommen und pro Gesetz einmalig ihre Meinung äußern. Mitstimmen dürfen sie aber nicht. Gesetze beschließen darf jetzt nur noch die Mehrheitspartei. Sie ist nun die Bestimmerpartei und kann alle Gesetze erlassen. Ob das sinnvoll ist, um gute Politik zu machen, kann der Bestimmerpartei egal sein, denn mit einem Politikeinheitsgesetz wird es erst wieder eine neue Bundestagswahl geben, wenn die anderen Parteien ein eigenes Gesetz beschlossen haben. Aber genau das können sie nicht. Die Wähler der kleineren Parteien sollen aber nicht traurig sein, weil die Gesetze der Bestimmerpartei auch für sie gelten. Wenn wir für die Bundestagswahl so ein Politikeinheitsgesetz hätten, dann wäre die CDU die Bestimmerpartei. Die SPD, also die Partei von Andrea Nahles, wäre noch im Bundestag, dürfte aber nicht mehr beim Gesetzemachen mitwirken. Klar, dass die SPD dann Mitglieder verlieren würde, wie alle Parteien. Warum sollte man auch Mitglied in einer Partei sein, die keine Gesetze mehr machen kann? Andrea Nahles könnte die Bundeskanzlerin dann fragen, ob sie noch Ministerin bleiben darf. Aber was wäre wohl die Antwort? Wenn Frau Nahles jetzt also ein Politikeinheitsgesetz machen würde, hätte sie nach der nächsten Wahl keinen Job mehr. Ihre Partei wäre pleite und die CDU müsste sich nicht mehr mit den kleinen Parteien befassen, wozu dann auch die SPD zählen würde. Zurück zum Tarifeinheitsgesetz. Das könnte förderlich für die Demokratie sein, das denkt zumindest im Moment Frau Nahles, weil es gut ist, wenn die Mehrheit bestimmt. Für immer? Wir glauben das nicht. Denn Minderheiten und kleine Gruppen sind wichtig und sollten einheitliche Rechte haben. Wir glauben, dass Demokratie auch der Schutz der Minderheiten ist und nicht nur der Wille einer Mehrheit. Und genau deshalb darf es auch kein Gesetz zur politisch erzwungenen Tarifeinheit geben. Ich bin bei der Gelegenheit schon gefragt worden, ob ich nicht mal so einen entsprechenden Gesetzesentwurf vielleicht im Bundestag einbringen will. Aber um die Worte der netten Dame dazu nehmen, wie wäre wohl die Antwort? Sollte nur ein kleiner Einspieler zwischendrin sein, um auf das Thema vielleicht von der anderen Seite noch mal hinzuweisen, um mal zu zeigen, was heißt denn das? Was bedeutet das denn eigentlich, wenn irgendeiner in unserer Gesellschaft seiner demokratischen Grundrechte beraubt wird? Ich will darauf aber nicht zurückkommen. Vereinigung Cockpit hat Ihnen jetzt genug erzählt. An der Stelle möchte ich gern meinen ersten Gast vorstellen. Und um den Gast vorstellen zu können, muss ich in seine Heimatsprache wechseln, ins Englische. Also verzeihen Sie mir, wenn ich jetzt ein kleines bisschen ins Englische verfallen. Finding the right keynote speaker.
for an event like the German Pilots Day is definitely not an easy task, especially not since I wanted someone who was capable of speaking about the challenges that lie ahead of us in aviation. However, I think I couldn't have found anybody better than the man that I'll introduce to you in a second. He is presently a captain on A380 with British Airways. His involvement in pilot representation took him through different positions within the British Airline Pilots Association, BALPA. He started there in 1994. He led the European Cockpit Association, ECA, as its president from 2005 to 2011 for 6 years, and he served as deputy president of IFALPA, the International Federation of Airline Pilots, for the last year. Now, he took it one step further. When the world's pilots community decided just 10 days ago from today to lay their faith in the hands of his visions and his extraordinary leadership skills. It's a great honor for me, and it is definitely a great pleasure too, to welcome the newly elected president of the International Federation of Airline Pilots Association, to welcome also friend Captain Martin Chalk.